Damit willkommen zurück zu Ruins and Riches, wie es da steht. Sehr, sehr gut. Ja, wir sitzen hier auf der Parkbank. Warum hier haben wir Pause gemacht das letzte Mal? Wir waren nämlich im sogenannten Schloss, im Schloss von Britain, Schloss British. Ja, und haben hier unsere lustige Trommel. Die ist schon durchgetrommelt, das macht aber nichts. Und wir haben erfahren, es gibt Waffenfertigkeiten. Das ist nicht schlecht. Und wir waren auch im Schloss, um Dinge zu identifizieren. Beziehungsweise identifizieren zu lassen. Denn wir sind dazu leider völlig unfähig. Vollkommen unfähig. Macht aber nichts. Ja, ich habe auch mal geschaut, wie das Ganze läuft mit, ob man vielleicht irgendwie den Tag einläuten kann hier in diesem Spiel. Aber leider scheint das nicht so richtig zu funktionieren. Und wir haben ein bisschen Ring und ein bisschen Helm. Das war schon mal nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir Folgendes. Und zwar, wir wollten eigentlich Rüstungen kaufen, aber das wird nichts. Wir müssen auf jeden Fall stärker werden. Wir haben nämlich noch einige Sachen im Petto. Zum Beispiel so ein Brustpanzer aus Knochen. Und da hatte ich die Idee, man könnte ja hingehen. Geht hin und schlaget einfach alles kaputt. Meine Schuhe haben wir auch, weil wir haben die guten Lederklamotten. Ja, ja. Sind jetzt ein bisschen besser gepanzert. Wie konnte man das nochmal sehen? Konnte man das hier sehen? Ich glaube nicht. Da müsste man die Gumps ändern. Was war das nochmal? Oder sieht man das hier? Insgesamt, wie viel wir haben? Ich glaube nicht. Achso, das für Halskette, Ohrringe. Hier wird der Schmuck angezeigt, ne? Bei Rüstung und Co. sind hier nämlich nicht. Jetzt mal gucken. Help. War das bei Help? Nee, das war bei Option, oder? Ja, ja. Wo haben wir denn? Wo haben wir das denn? Wo könnte es denn sein? Irgendwo bei... Generell bei Grafik? Genau, Use Old Status Gump. Wenn wir das mal rausmachen würden... Ah ja, genau. Jetzt sehen wir schon mehr. Genau, jetzt sehen wir hier nämlich die ganzen Resistenzen und so weiter. Ich mochte aber das Original eigentlich immer am meisten. Aber hier haben wir leider mehr Informationen. Genau, und hier kann ich auch sagen, bitte nie wieder Intelligenz. Es festtackern oder weiter steigern. Ja, ja. Gilt das noch für die Skills? Use old status. Use standard skills. Scump. Ah ja. Ah, ja, ja, ja. Jetzt kann ich es hier festhackern, ne? Animal Lore runter oder festhackern. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber das finde ich ja, das ist nicht so hübsch. Da machen wir wieder Standard-Skills. Das als schöne Rolle fungiert. So, so. Ganz von der Rolle hier. Jetzt kommt hier komische Musik. Man darf gespannt sein. Okay, das hier von mir aus lasse ich mal durchgehen. Also wir haben 17er physische Resistenz. Was habe ich gerade gesagt? 17 physische Resistenz, ja. Feuer 21, Kälte, Gift und Energieresistenz. Ja, ja. Aber Magie ist nicht dabei, ne? Wie ist denn Magieresistenz? Achso, Resist Spells generell, oder? Genau, hier sind nämlich auch die Maximum Stats, die 25. Mit der Faust mache ich diesen Schaden. 23, 24. Oh, das war ein stabiler Wert. 19, 23. Okay, das ist schlechter. Wer hätte das gedacht? Wie sieht es mit der Armbrust aus? 14 bis 22. Na gut, ist auch die Billig-Armbrust. Stärke 30. Oh, da können wir Spaß aber gucken, ob wir nicht eine bessere finden. Minimize. Achso. Ach ja, das ist Glück. Genau. Das haben wir auch schon gesehen. Das Glück hängt ja... Hat ja auch eine, spielt auch eine Rolle hier. Wie können wir unser Glück steigern? Ach ja, Tränke haben wir auch. Agilitätstränke. Ja. Soweit so gut. Oder vielleicht hier unten irgendwie? So, dass man sieht, was man hat für Werte. Ich mochte halt den Balken immer. Das sieht man besser als die Zahlen, finde ich. Weil ein Balken hat was Grafisches. Yeah. Was ist das? Achso, hä? Was auch immer.
Ich lasse es mal da unten stehen. So. Quatsch, ich mach das weg. Wenn ich es brauche, klicke ich es auf. So, was haben wir jetzt gesagt? Wir brauchten eine, vielleicht einen besseren Bogen. Schrägstrich. Oh, hoffentlich gibt es eine gute Armbrust. Wir haben 50 Stärke, das muss auch reichen für... Ach nee, Schwere war glaube ich 60, oder? So, guten Tag. Kann man die eigentlich nutzen? Na? Yeah. So eine komische Musik heute. So, wir haben unsere Repetierarmbrust. Wir haben Bolzen. Schafte. Wir könnten uns auch Bögen machen. So ist nicht. Gut. You aren't properly lined up with the target. Achso. Hast du recht? Aha. Score. Oops. 10 after the first shot. 12. Achso, jetzt haben wir nur 2 geworfen. Schossen. Aus äußerer Ring. Okay. Der Baller hat jetzt schon meine Munition. Die kann ich aber, glaube ich, wieder aus der. Naja, 71 Schuss hätten wir noch. Wie ist das was an Archery? Ich muss mal gucken. 35,1. Wir bekommen jetzt in 0,1er Schritten das Ganze angezeigt. Did Kedar lose it in Dungeon Wicked? Ja, hätte man schon meinen, ne? 125 Punkte. Ja, hits the Bullseye. Sauer. So, jetzt genug. Also offenbar bringt das nicht so viel, da suchen wir uns über ein Ziel. Bitte close. You gather your arrows and bolts. Sehr schön, wird also alles gespeichert. So, guten Tag. Wir würden gerne hier einkaufen. Aha, Kompositbogen. Wir haben 50. Heavy Crossbow braucht 80. What? 45 ist Komposit bzw. Woodland. Guck mal hier. Wither. Damage Modifier 10%. Ach, guck mal. Weight Reduction. Oh. Wieso habe ich das nicht gleich gesehen? 13 bis 17, 12 bis 16, Speed 4, Speed 4, Reichweite 10, Reichweite 10. Damage 100% physisch. Weg 5. Ja, dann nehme ich den Kompositbogen einfach mal. 13 bis 17 und wir machen 8 bis 12. What? Okay. Kompositbogen und ein Köcher. We know. Yes, ist die Antwort. So, Quiver. Das ist aber ein süßer kleiner Quiver hier. Den Quiver, da machen wir was anderes. Und zwar, wir machen erst einmal Munition. Und zwar Arrows. Es ist geglückt, das ist gut. 62. 65. Können wir alles noch weiter machen. Aber es reicht erstmal. So, jetzt haben wir die im Köcher, ja? Mal schauen. Jetzt haben wir 62. Ja, vielen Dank erstmal. Huch. 62. Haben wir den angezogen, den Köcher? Wo ist denn der Köcher? Hier ist er. Ah, jetzt haben wir ihn an. Wenn ich einen Doppelklicke, öffne ich ihn. Und hier sind die Pfeile. 62. Jetzt wird noch der Bogen, der Kompositbogen. Sehr hoffentlich 48, super. You do not have any arrows with which to practice. Okay. Ach, jetzt können wir es mal testen. Das ist 31 der Schaden. Ich ziehe es ab. Immer noch 31. Hier steht Damage Modifier. Und keine Pfeile sind hier drin. Irgendwie draufdrücken. Jetzt haben wir 62 Pfeile. Geschossen. 61 Pfeile. Wir legen ihn an. We do not have any arrows with which to practice.
Okay. Ich muss sie also hier im Rucksack normal tragen. Dann kann ich damit feuern. Okay. Von mir aus. Habe ich sie hier drin. Ob es mir Schaden macht? Weiß ich nicht. Alle 4 Sekunden. Geschwindigkeit hier war. Speed. 275. Also das Ding ist langsamer, richtig? Speed 4 Sekunden. Okay, sehr viel langsamer, dafür ist er Schaden. Ja, können wir beides mal nutzen. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Köcher. Vielleicht ein Köcher wäre schön für Bolzen. So eine Bolzentasche fände ich schöner als so ein Köcher, weil die sind ja kürzer, die gucken hier oben nicht raus, kann man nicht greifen. So ein Gürtel hier, da muss eigentlich so eine Bolzentasche hin, mehr oder weniger. Gut, machen wir das mal so. Also die haben wir jetzt auf, das heißt, jetzt können wir die ganz normalen Bolzen benutzen. Okay. Jeden Tag wieder was Neues dazugelernt. Oh. Gibt's vielleicht? Ja. Könnte? Nee. Alles klar. Jetzt hört man noch wieder was. Also, wir haben den Köcher. Richtig. Das heißt, jetzt können wir mal auf die Jagd gehen. Auf die untoten Hatz, würde ich sagen. Ach halt, wir brauchen doch eigentlich, nee, eben nicht. Wir brauchen ja einen Knüppel. Wir brauchen den Knüppel und ein Schild. So, wir können mal schauen, gibt's denn beim Blackschmidt jetzt endlich... Ach, hier, Sarin, guckt uns wieder so frech an, die Sau. Und das ist ja immerhin ein Schlagtraining. Hat, zack, Anatomie und Dings gebracht. Taktik, also gleich mal... Mehr Schaden für uns. Perfekt. So, wie schwer sind wir denn beladen? 212 von 275. Na gut. So, schwergerüsteter Mann sagt Hallo und möchte kaufen. Wir suchen eine Ring- oder zumindest Kettenrüstung. Eine Ring. Onyx Gauntlets. Oh. Sowas kann ich noch. Chainmail-Käuf. Nee. Vielleicht einen guten Helm? Oder Nasenhelm? Hat er auch nicht. Verdammt. Gut, dann eben weiter im Text. Heißt, wir könnten auch ein Leder... Nee, ich warte lieber. Ich bin geduldig. Kette ist ja geduldig. Beziehungsweise Ringrüstung ist geduldig. Deswegen auf zum Friedhof. Oder eher unter dem Friedhof. Da wollen wir in Wirklichkeit so. Vielleicht gleich mal den. Naja. Wenn wir noch einiges dran. Wir werden wahrscheinlich recht schnell überladen sein. Dann ganz kurz nochmal zur Bank. Alles aus Bankfach. Ach, die schöne Musik. Saves. Okay. Hier? Achso, da nicht. Hier ist einfach nur ein Bankgeheimnis. Was ist das denn? Banker? Da war der... War still. Ach, der Minzer. Genau. Was kann ich hier kaufen? Ach, vielleicht ein Grün. Commodity Deeds. Vendor Rental Contract. Das ist, glaube ich, ein Händler vor die Hütte stellen. Contract of Employment. Okay. Achso, komm, dann. Du machst ja das gleiche in Grün. Und darfst uns mal aushelfen. So. Also, wir haben jetzt einen Kompositbogen. Was haben wir durch noch, oder? Was sagt die Futterleiste? Info sagt das. Oh, Hunger 10. 13. Also, Durst und Hunger. Voll cool. Ideal. Jetzt müssen wir am Brunnen nochmal schön vorbei. Habe ich denn noch was? Ja, komm hier, Fleisch ohne Ende. Passt schon. Unsere Hose können wir ablegen, weil die ein bisschen die Reinigung. So, hier haben ein bisschen was an Material. Hier haben wir noch ein Buch. Weil das war. Was war das nochmal? Das war sonstiges hier drin. Oh, wir haben eine Tasche und sowas. Das sieht ja aus wie. Das halbe ist nichts Ganzes. Okay, Futter hätten wir hier noch. Passt schon, passt. So, was haben wir hier?
noch 500 Bolzen. Reicht, ne? Die haben erstmal 750. 57, so rum. Und hier sind 62 Pfeile drin. Wiegt aber nur die Hälfte. Weight Reduction, 50%. 6 out of 50 Stones. Okay. Können wir auch wieder reduzieren, können wir rausschmeißen. Karotten, komm, die fahren mit. Welches Gift auch momentan nicht. So, die Federn können wir auch mal den Hühnern geben. Da kommen sie schließlich her. Alle Tränke nehmen wir mit, natürlich, ganz klar. Hose kommt da dazu. In der Ordnung ist das halbe Leben. Hier stimmt hier die irgendwie Gärtnerzeuge auch wieder am Start. Hochrolle brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. So. Trommel, die hauen wir schwind mal ganz doll. Ja, Kohle, das machen wir. Kohle ist ja auch irgendwo gewesen. Das ist jetzt, wird jetzt aufgeführt bei Info. Ja, 1708 Mark. Ja. Alles super. 15 von 20. Oder muss ich mich vollstopfen? Habe ich noch eine Karotte? White Full, perfekt. 15, das ging 1 nach oben. Und 15 auf 16. 20 ist das Maximum. Kann ich da noch eine Karotte essen? Mal prüfen. Eat. Quite full. Ah, das füllt um 1 das Ganze wieder auf. Ja gut, dann ist natürlich Fleisch wahrscheinlich, füllt es wahrscheinlich um 5 wieder auf, dann werden wir überfressen. Vielleicht ist 20 zu viel. Es muss irgendwo, schätze mal, zwischen 15 und 20 sein. 15 und 19, irgendwie in dem Bereich wahrscheinlich. Wir haben 18 Eier. Das war zu viel. Okay. Selbstgekochte Eier, das ist natürlich nicht gut. Können wir aber 10 mal raushauen und in die Bank schmeißen. Halt! Open Bankbox. So, 10 Eier können wir auch noch raushauen. Komm, machen wir 12. Machen wir ruhig 12. Nee, ein Stapel. Alle Spiegeleier müssen auf einen Haufen. Gut, danke. Wir haben dann genug. So, ich habe extra mal noch einen Ersatzwaffen mit dem Streitkolben. Oh, unheimliche Musik. Ah, nur um 1 gestiegenes Gewicht. Gut, dann. Genau. Ran an den Feind. Aus dem Weg. Da kommt der krasse Hau drauf. Jetzt geht's ab. Jetzt machen wir das Dungeon unsicher. 92 Sabrombedagen. Das war F4, ne? Wo ist der hohle Baumstumpf? Direkt neben dem. Genau da. Da ist heute mal was drin. Ach, die schöne Musik, da möchte ich gar nicht töten. There's nothing of interest in here. Na gut, wenn ihr das sagt. So, jetzt muss ich leider die gute beenden. Ich werde sie geschlachtet. Kommt die krasse Kampfmusik. Bam! Das machen wir wieder auf dem normalen Wert. So minimize, ne? Jawohl. Jawohl, parieren. Das heißt, mit dem erfolgreichen Parrying wird ein Schlag komplett abgeblockt. Oder? Nee. Vielleicht nur halb. Genau, Meter. Bam! Intelligenz ist gestiegen. Walking Dead. Oh oh. Walking Undead. Kommt mir so bekannt vor. Ja, ich weiß, dass du gerade andackelst. So, komm ran. Halt mich trotzdem mal, falls jetzt das dumme Gift kommt. Boah. Alles klar. So, der nächste bitte. Was ist das denn? Ach, Gemstones. Ja. Edelsteine. Ach, guck mal, wie schön die gemalt sind. So schön bunt. Ein Torso lassen wir mal liegen. Oh nee, Shade. Shit. Hey, shit. Hier finden wir gar nicht so geil. Ja. Ist die Sau. Ach, hinter uns. Halb tot. Schlecht. Gleich mal gegenhalten. So, Attacke. Sauber. Ordentliche Treffer. Verdammt, er ist schwach gemacht. Wird man nicht schwach werden. Fail to apply. Nicht ruckeln. Was ist das Lag in einem Singleplayer-Spiel? Ich glaube nicht. So. You're not damaged. Jetzt auch. Begin to apply the bandages.
Oh je, aua. Ey, was war das? Flame Strike? Komm schon. Und? Heilung hat funktioniert, sehr gut. So, die Wache oben guckt schon, denkt sich, was sind das für ein Lappen? Halbdauerzimmer? Das war auch. Komm, Heilung! Jawohl! Komm, gegenheilen. Dauert es immer etwa, was, 8 Sekunden oder so? Plus, minus? Oh, verkackte Mikro wieder. Scheißding! Zwei Frontenkrieg kann ich jetzt nicht führen. Komm! Ei, ei, ei! Nein! Heilung, in letzter Sekunde die Heilung. Komm. Du es. Hab ich denn. Sauber! Haha! Good amount of fame. Das ist vielleicht ein scheiß Ding. Gleich wieder heilen. Junge, Junge. Ja, das war ungünstig. Kann das nicht einfach mal funktionieren, die Scheiße hier? Es ist echt zum Haare raufen. So, Bandagen. Nee, Mandrake. Zauberkram kommt sofort in die Tasche. Hervorragend. Ja, das sind echt harte Viecher, habe ich so das Gefühl, oder? Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber die sind gar nicht so einfach wie... Einfach Skelette. Ach, der Friedhof hat eine Mucke. Hab ich über die Ehe gekämpft. Immer noch mal eine eigene... Bam! Und? Sauber. Diese stumpfen Schläge sind natürlich besonders gut bei Skelettierten. Leider kann ich mit den Schädeln nichts anfangen. Die kann ich nicht verkaufen, die kann ich nicht verwursten. So, komm ran. Oh, Zombie sieht schon... schon ein bisschen größer aus. Ach, natürlich wieder sein stinkendes Gift. Darauf achten. Ja... Fail to cure your target. Schlecht. Sollen wir ganz kurz im Kreis laufen? You have failed to cure your target. Begin to apply. Darauf achten. Ha? Sauer. Du bist wieder da. Kenn mich noch nicht so aus mit den Werten. So ist gut. Schön den Boden gedroschen haben wir ihn. 15 Mark? Naja. Besser als nichts. So, rein da. Lass mir ran da. Skelett, Bogenschütze, der Standard. Komm ran. Oh, ein stinkender Ghoul. Unten Zombie. Auch nicht gut. Irgendwer zaubert hier ganz doll. Ich glaube, das ist der Kollege. Herr Schatten wieder. Verdammt! Der Schatten! So ein Schaden. Lass mal heilen. Es darf nur einer kommen. Verdammt! Sie sind viel intelligenter, als ich sie in Erinnerung habe. Komm, ein paar harte Schläge. Dann hätten wir es auch schon. Komm, ein Schlag noch, ein harter Schlag! Hau die Sau weg! Oh, verdammt! Was ist das? Oh, wir fühlen uns schlecht. Ist das eine Krankheit? Uiuiui. Fail to apply. Ei, ei, ei. Wir fühlen uns ganz schlecht. Kriege ich das Gegengehalt? Auf jeden Fall, der Ghoul ist schon mal weg vom Fenster. Ich bin krank oder so. Ah, jetzt. Ah, sauber. Was war das denn jetzt? Ich war gelb. Wahrscheinlich Krankheit statt Gift. Apply the bandages. Helfen nicht. 72 immer noch. Ja, sauber. Aber der Ghoul ist schon mal tot. Der hat ein paar harte Schläge abbekommen, da war er dann in Ruhe. Vielleicht sollte ich mal den Trank nutzen, ne? Agilität. Hallo? Hallo? Stärke. Ja, ist wieder auf 5. Wahrscheinlich war das wirklich eine Krankheit oder sowas. Wir sind aber auch ganz schön gemein. Dex sind wir bald bei 40. Auch nicht schlecht.
Aber die helfen wieder nicht. Aber das ist mir ein bisschen doof. Das fand ich immer. Was ist denn das? Diese Sphere-Geschichte ist das, ne? Wo die nicht verschwinden. Oder ist das hier? Warte mal. Options. Wo ist das? Wo könnte das sein? Containers vielleicht? Da war mal irgendwas mit. Was war denn das? Was könnte das sein? Containers? Counters? Was ist ein Counter? Enable Counters, Highlight and Use. Enable Counters. Sehe ich dann, wie lange noch was hält oder was? Oder wie? Scale Items, Drag and Drop, Infobar. Experimental. Wo war das denn? Da gab es doch irgendwas mit. Show HP. Was, wie hieß das noch? Ich habe den Namen vergessen. Safe Health Bars und Lockouts. Ja, keine Ahnung. Muss ich nochmal. Da muss ich nochmal ran. Moment, wieso ist hier. Moment, hier war doch. Wo ist der Körper hin? Wo ist da gar nicht der Hut gewesen? Ich habe mir das nur eingebildet, das Ganze. Das wüsste ich aber. Schießt die Sau noch doll. Das hau ich mal. Komm, bisschen treffen. Ach, guck mal. Ach, der ist. Der ist gar nicht tot. Aber der muss bitte mal kaputt gehen. Oh oh. Schlecht. Jetzt muss ich gleich alle wieder an. So, schnell Heilung. Komm, ein guter Schlag noch, dann ist der schon mal weg. Das ist schon mal viel gewonnen. Komm, ein Schlag. Verdammt. Aber sie helfen nicht. Die verdammten Bandagen. Ja, ja. Begin to apply the bandages. Schrecklich, wenn die nicht. Wenn es nicht funktioniert. So, komm ran. Und der Schatten ist natürlich auch direkt wieder nervenderweise am Start. Oh je. So, der Schatten, dann mach halt ihn erstmal weg. Kriegt er natürlich schön Unterstützung. Heilung erfolgreich. Sehr gut. Nicht. Oh, sehr gut. Magical Resisting Energies. Stellen wir es mal genau drauf. Kann er nicht abhauen. Und? Bitte treffen. Oh, Feuer? Nee. Gift? But they barely help. Shit! Bist du halb tot? Bist du mehr als halb tot? Weg hier! Boah! Komm schon! Ah, but they barely help. Wie ist das denn so schlüpfrige Griffel? Komisch ist das. Komm ran! Super! Nächste Runde. Ja, schon so gut wie. Ja, schon so gut wie ganz wieder hier, der komische Vogel. Und das werde ich jetzt nehmen, die krasse Kampfmusik. Oh nein, Explo! Schlecht! Und wieso benutze ich denn keine Bandagen? So, Schatten. Verdammt! Hat wieder nicht geholfen. Es ist aber auch irgendwie. Und they barely help, ja, ja. Wir sind halt Loch am Anfang. Noch, nicht Loch. Und wieder haben sie nicht geholfen. Wieso wollen die nicht? Fokus geht hoch, Healing ist bei 51. Ja, das ist eine 50-50 Chance, dass es gelingt. Ich kann so nicht arbeiten. Wir müssen auf jeden Fall noch viel, viel besser werden. Aber gut, dass ich das zumindest mal auf 50% gemacht habe, weil ich glaube, das wäre echt ein Krampf. Da ist er wieder. Aber der hat wirklich ein Problem darstellt. Das ist leider hier unser Kollege. Kollege Schade. So. Und das Vieh haut vielleicht rein. Jawohl, Dex auf 40. Ach, ist so gut wie tot. Drauf. Komm schon. Wir haben keinen Schaden, aber der gleichen Schaden. Hirnschaden hoffentlich. Begin to apply. Komm, ein harter Treffer, dann ist Ruhe. Komm schon. Und? Barely help. Verdammt! Und jetzt hat sie wieder geheilt. Nein! Komm schon. Heilung.
The Barely Help. Verdammt, ich muss hier weg. Autsch. Da kommt wieder Explo reingeflogen. Die Explosion. Komm schon. Ach, halt. Will bitte nicht. Fokus, ja, ja, ja. Fokus, Fokus, Fokus. Fokus, Fokus. Mach hinne. Ich krieg nicht mal diese eine Mistsau weggeklatscht. Und der ist wieder voll da. Es ist auch. Was ist jetzt wieder für eine komische Musik? So, Kampfmusik. Jetzt aber. Resistance Spells, sehr gut. Also alles, was ich hier mache, hat zumindest einen Sinn. Eieiei, so bin ich tot. Weg. Nein. Stärke auf 50 wieder zurück. Ja, ja. Okay. Wo ist er jetzt? Da sehe ich immer wieder zurück teleportiert. Ja gut, ihn nervt es wahrscheinlich auch. Oh, haut er wieder ab. Feige Sau. Und Stärke wieder reduziert. Na toll. So. Also das schon hauen, ne? So ist nicht. Oh oh. Pariert. Sehr gut. So. Haus kaputt. Ein paar gute Schläge. Mehr brauche ich gar nicht. Oh oh. Halb tot. Ah, die Bandagen. Na. Jawohl. Geheilt. Komm schon. Sind das, haben wir noch? Zack. Heilung. Sofort aktivieren. Zum Glück vergiftet die Sau nicht. Das wäre nämlich noch nerviger. Müsste mich nämlich erstmal darum kümmern. Ich glaube, da brauche ich. Da komme ich so nicht klar. Heilung aktiviert. Sehr gut. Komm, zwei Schläge. Vielleicht noch einer. Komm, ein harter Schlag. Nee. Heute nicht. Der hat nichts mehr. Der hat nichts mehr jetzt kriegen. Jetzt habe ich einen Sack. Jawoll, Sir. Und gibt 15 Mark und so einen komischen. An unusual jar of reagents. Ja, ja. So. Attacke. Einfach an den Feind. Stärke wieder 50. Jetzt hauen sie auch rein. Komm, jetzt muss auch was kommen. Achso. Zwei Schläge. Da kommt nicht der Gift. Der Giftmann. Das finde ich nicht gut, Mann. Komm mal zu. Hau, hau. Jetzt hau doch mal. Hauen sie auch mal zu. Oh oh. So, der wäre schon mal weg. Oh je. Sag nicht solche schlimmen Dinge. So, können wir uns direkt wieder heilen? Okay, komm ran. Kann ich hier das Ding ausräumen? So, ich mach mal, ne? Sehr gut. Er stirbt. Nicht abhauen. Nicht abhauen. So haben wir nicht gewettet. Sehr gut. Okay, wir haben Gold, wir haben Silber. Uns gehört die ganze Welt quasi jetzt schon fast. Bogen bringt ja nichts. Und Bohnen. Bohnen-Shirt irgendwie auch nicht. Und jetzt kommt das, der krasse Endkampf. Komm ran, du Hund. Halt uns noch ein. Ja, ja. Bogenschütze. Na komm. Da könnten wir jetzt eigentlich den Bogen auspacken. Die Armbrust fehlt eher. Aber wir brauchen ja. Wir brauchen Stärke. Deswegen müssen wir im Nahkampf ran. Bitte nicht gleich vergiften, ja? Ah, verdammt. Verdammte Gift schon wieder. Aber die Schläge sind gut. Harte Schläge, wenn sie denn sitzen. Fail to cure. Fail to cure klingt auf jeden Fall schon mal schlecht. Haha, totgeschlagen klingt schon wieder super. 130. Was ist das? Kupfer? Ja. Heißt 13 Mark. Ist gar nicht so krass. So, jetzt. Jetzt die Bandagen dran geklatscht. Ja, guck mal, ist ja gar nicht so krass. Man muss nur ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, ne? Das weiß ich noch, auf dem alten Chart, wo ich früher gespielt habe. Da. Oh, da kommt der nächste. Kann es natürlich auch sein, dass man. Hallo? Na, man muss das erstmal abpassen. Gerade was um mit Lichten und sowas zu tun hat, mit Zauberei. Da konnte es nämlich sein, dass er ruckzuck mal die Lippe dick war. Und so eine böse Explo-Kombination kam. Zaubert der schon mal weg. So eine Explo-Gift- und Flamestrike-Kombo oder sowas. Das ist immer äußerst unangenehm. Failed to cure. Verdammt, ich muss mich darum kümmern. Wir sind schon halb tot. Wir nehmen, was wir kriegen können. Hau die Sau weg. Sehr gut. Failed to cure. Schlecht. Wir müssen auf jeden Fall noch besser werden. Das mit dem Gift, das ist schlecht. Das Gift hat auch nicht. Mach mal hin jetzt. Sauber. Ist es gelungen mit Gift dran?
So, komm ran. Ja, komm. Na? Schüchtern, oder? Wenn er der Einzige ist, dann geh mal ran an den Feind. Komm. Zack. Direkt mal ein 18er. Oh je. Ab 18 macht es richtig Spaß im Schaden machen. Was? Komm. Du brauchst gar nicht weglaufen. So ist fein. Ergib dich deinem Schicksal, du untotes Schwein. Aber dass ich dir nicht verkaufen kann, finde ich ein bisschen schade. Wieso eigentlich nicht? Weil sie so billig sind? Ich versuch das nochmal. Wie schwer sind die? Gewicht 6. Oh. Können wir aber tragen. Wir müssen nochmal zum. Ich traue dem Ganzen nicht. Das muss doch beim. Wie heißt denn noch gleich? Bei der Bognerfrau. Bei der schönen Bognerin. Da müssen wir das doch auf jeden Fall loswerden können, oder? Steht hier? The Tomb of King Wolfgang. Ui, ui, ui. Wenn nicht, dass da wirklich der König Wolfgang rauskommt, so, ne? So, düster ist es. Wir machen mal Licht an. Ja, so ein bisschen zumindest. Okay. Hier ein namenloses Grab. Und wieso hat jemand da die ganzen Pfeile hingeschmissen? Muss das eigentlich sein? Wahrscheinlich im Eifer des Gefechts, ne? Oder in der Panik viel eher. Ein Oak Casket. Ei! Jan Walter Green Poisonous Gas. Verdammt! Stimmt, es geht ja Fallen. Oh, sauber! Exceptional Order Shield. Ja, sauber! Camping. Hoffentlich krepiere ich nicht am Gift. Das wär ungünstig. Ich habe nämlich leider keine guten Heilgeschichten. Cut Cloth. Und? Fork? What? Trockenes Fleisch. Ich weiß nicht, was ich das nehmen soll. Oh oh. Oh, das ist aber hartes Gift. Nein, nicht sterben. Nicht am Gift krepieren, bitte. Oh oh, das sieht schlecht aus. Ah, Schwein gehabt. You failed to cure your target. Oh Mann. Merke. Ach, man kann die Grabräuber-Tour durchziehen. Okay. Kann aber auch noch nach hinten losgehen. Ich glaube, das Königsgrab spare ich mir, ne? Dann reißt mir den Kopf ab wahrscheinlich. Aber erstmal zumindest bitte hochheilen. Danke. Warum nicht gleich so? Ist das hier Mithril Stone? Oh oh. Wir haben keinen Remove Trap. Das ist irgendwie ungünstig. Ich versuche es trotzdem mal. Aha. Nichts ist passiert. Sehr gut. Runenmagie. Oh. Potion of Gender Change. Das lassen wir mal hier. Vielleicht können wir das zu Gold machen. Oh, ein seltsames Schwert. Langschwert ist das. Eine Maul? Haben wir das nicht schon? Eine Maul klingt auf jeden Fall super. Finde ich irgendwie hübscher als das, was wir haben. So ein richtig schönen so ein Knüppel. Das brauchen wir mal. Das fehlt uns noch. Cutlass? Ja, gibt wahrscheinlich Geld. Nimm alles mal mit. Was ist das? Zitronen? Jawoll! Und? Irgendwelche Reagenzien. Okay. Vielleicht können wir das verkaufen. Wir nehmen das mal mit. Bloß nicht doppelklicken. Den Gender Change Dinger hier. Ist da noch was drin? Ah, bloß nicht das Glück herausfordern. Jedenfalls nicht zu viel. Ein bisschen Glück ist okay. War da noch mehr oder war das nur dieser eine Sarkophag? War das ein spezieller Schild eigentlich? Sah auf jeden Fall speziell aus. What? Braucht 95 Stärke? Moment mal. Exceptional Order Shield. Achso, das hält ewig und drei Tage. Ach, wahrscheinlich wegen der Durability, ne? 20%, weil es Exceptional ist oder so vielleicht? 95 Stärke. Physical Resist nur 1%. Und unser Schild? Unser stinkender Holzmüll? Achso, Energy Resist. Achso. Physisch 1, Haltbarkeit 20%. Ach, das hält vielleicht einfach nur länger, oder? Das meint ihr mit 20% oder wird es draufgepackt auf die Durability?
Unser ist halt nicht mehr so lang. Okay. Aber gut zu wissen. So, machen wir das Licht aus jetzt. Wir müssen Energie sparen. So finstere Zeiten. Ganz dunkelgrün. Ja, aber passende Musik. Das gefällt mir. Gab es hier vielleicht auch irgendwas zu holen? Jetzt bin ich neugierig. Nee, das sind einfach nur Grabgeschichten. Aber da kann ich auch graben. Und was ist das hier? Wieso ist das so erleuchtet, das Grab? Ach, ein Schrein. Heißt, wenn ich hier krepiere, kann ich hier direkt wieder mich aufleben lassen, aufstellen lassen. Ja gut, aber ist illegal, ne? Wir sind hier... Also illegal machen wir nicht. Nee, nee. Stille? Da ist Musik? Aber nicht so richtig. Ach, das ist schön. Die schöne Glitzermusik. Die klingt wie wenn es glitzert. So, wir haben Holzwaffen zu veräußern. Ist mir jemand interessiert oder. Ich glaube nicht, kommt es direkt auf den Müll. Und das ganze Lederzeug und so weiter, da können wir nichts mit anfangen. Das war auf jeden Fall erfolgreich. Eine Zitrone haben wir auch hervorragend. Holzschild, wenn wir gerade beim Thema sind. Was hast du denn, gute Frau? Wahrscheinlich willst du es wieder reparieren für 5000 oder wir kaufen einen neuen Schild. Tja. Nee. Guck mal hier, Hatchet. Das ist auch die ganz normale Holzfäller-Axt. Vielleicht aber auch nicht. Die hieß doch Lumber irgendwas. Lumber Axe oder so. Der Merkurial. Tja, ja, so ist das. Mal beim Schneider vorbeischauen, ob der was will. Verkaufen? Nee. Weberin? Nee, die wollen immer nur und zwar ausschließlich an unsere... Na, ihr wisst schon. Knick-knack. Ja? An unser Schafsfell und unsere Heuballen, beziehungsweise an den Stoff wollen die. Ist das überhaupt legal? Weiß ich gar nicht. Guten Tag. Achso, Camping-Tent. Was macht denn ein Camping-Tent? Set up a safe tent in which to rest. Usable by those skilled in camping. Ja, aber... Bringt uns nichts. Das ist nur unnötiger Ballast. Und ist 50 Mark wert? Nee, sowas will ich nicht. Mit solchen Schweinereien fangen wir gar nicht erst an. So, kaufen. Ach, für die Falle, ne? Jetzt kostet nur 650. Das war schon mal... Das gab schon mal für... Für 1000, genau. Bandana klingt verlockend, aber lass ich mal hier. Kann sogar Mahjong spielen. Mahjong hätte ich auch mal wieder Bock. Was ist Mahjong? Alles voller Steine und man muss die gleichen abbauen. Und man muss sie so geschickt abbauen, dass die, dass am Schluss keine mehr übrig sind. Da hat man gewonnen. Weil die liegen ja auch aufeinander. Und wenn man sichtbare Steine nicht miteinander mehr doppelt anklicken kann, dass sie verschwinden, kann es sein, dass man den Berg nie wegkriegt. Train Lockpicking. Remove Trap. 299. Das ist wichtig. Steht zu weit weg, ist klar. 299. Jetzt haben wir Remove Trap auch. Moment. Das muss auf jeden Fall in die Liste. Haben wir gesehen, das ist echt übel. Wenn das im Gesicht explodiert, dann, und das Gift war hart. Und wenn es noch schlimmere gibt, ich will es gar nicht wissen. Wir haben eine Liste von den möglichen Tatverdächtigen. Ist das ein Wrestling überhaupt? Swordsmanship? Ja, das wird noch runtergehen. Wir sind schon bei 600. Irgendwann müssen wir das Ganze umstellen, dass wir da keinerlei Punkte mehr hineingeben. Man könnte sich das übrigens auch alles, man könnte den Server sozusagen bearbeiten, dass man sich das hochsetzt. Aber ich denke mal, 1000 ist ganz in Ordnung für einen Charakter. Man könnte natürlich sagen, hier wollen Hans Dampf in allen Gassen werden, aber was ist denn das für ein Quatsch? Obwohl, ich halte es mir mal offen. Vielleicht, dass man einfach mehr machen kann. Vielleicht, dass man einfach, weil man ja solo unterwegs ist und eben nicht online, sondern ist ja offline. Deswegen vielleicht eine Option. Train Remove Trap.
Okay, der kann nochmal für 158. Ich glaube, der geht richtig ab hier. Verkaufen. Der will natürlich nichts haben, das ist logisch. Das sind nur Einzelteile. Klar, ist ja auch der... Hier haben wir die Schaufel. Könnten wir... Aber ist illegal. Wahrscheinlich sehen die uns da von den Zinnen, ne? Nachts. Bei dir wird's gleich Nacht. Komm her. Du Nachts, Nachtigall. Mal schauen. Das hier macht 23 bis 25. Ja, wir sind schon stärker geworden, ne? 23 bis 25. Und der Knüppel hier. Boah, 29 bis 33. Geil. Unsere neue Lieblingswaffe. So. Komm ran. Aha, dummes Federvieh. Das legt sich auch mit uns an. Muss es nur schief angucken, sofort wird's aggro. Naja. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Können wir mal schön was auch immer machen. Gewinnen auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen die Bögen loswerden. Weil wenn die keiner kauft, beim Waffenschmied, der kauft bestimmt nur Metallwaffen, keine Holzwaffen, ne? Was habe ich da eigentlich für lustige Waffen gefunden? Irgendwie so einen komischen Säbel oder sowas. Cutlass. Krummsäbel. Ja, eine Kinderwaffe. Braucht man natürlich nicht. Kann man verhökern. So, Pfeile kauft sie. Toll. Was hast du im Angebot? Leider keine weiteren Waffen. Okay. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht so ein Zwischending gibt wie normale Armbrust. Jetzt für 50 oder 55. Das wäre natürlich super. Ich wette, sowas gibt es auch irgendwie, aber naja. So, was wollen wir jetzt? Was wollen wir jetzt zum Black... Ah ja, Black Schmidt. Vielleicht hat er was Feines. Hat er in der Zwischenzeit eine neue Lieferung bekommen von Ringpanzern. Bitte? Bitte? Na? Bisschen schwierig, weil der will nicht. Nein. Nein, nein, nein. Nicht mal Kette. Gut, dann was? Waffen loswerden? Ach, hätte ich vielleicht gerade mal machen können. Verkaufen. Ja, ja. Und du hast ja wirklich nur und ausschließlich Waffen. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich völlig, völlig korrekt. So, verkaufen. Jetzt geht's ab. Also, Mace super. Cutlass kann weg. Ja, Skinning Knife, brauche ich das, wenn ich einen Dolch habe? Eigentlich nicht. Ja, ich behalte es. Komm, was soll's. Axe und War Axe. Eigentlich kann ich die auch wieder verhökern. Jetzt haben wir ja die... Mit der kann ich nicht Holz fällen. Das heißt, sie kann eigentlich weg. Und wir haben ja die Mace. Die macht noch mehr Schaden. Wieso kann ich eigentlich die... Ach, das ist die Mace. Ach, die Maul kann ich nicht verkaufen. Die Maul will er nicht haben. Den Streitkolben will er nicht. Und den Morgenstern will er haben. Das ist eh die schlechteste von allen. Die schmeißen wir weg. War Axe kann eigentlich auch weg, ne? Komm, ich mach einfach mal. Haben wir wieder ein bisschen Ballast abgeworfen. Ah. Komm. Ja, Skinning Knife. Nee, das ist das Werkzeug, das brauchen wir einfach. Das ist Werkzeug. Den Schild, der war, glaube ich, relativ teuer. Den verhökern wir auch gleich mal. Jetzt haben wir zumindest noch den Knüppel und der ist ja 29,33. Das ist der beste. Der beste Knüppel, den wir jemals hatten. Gut. Aber hat schon gelohnt. Nee, hat's nicht. Wir haben nicht einmal Stärke dazu bekommen. Ach, Geschick, genau. Geschick ist auf 40 hoch. Das ist allerdings super. Wie, ich habe nichts, was dich interessiert. Ich habe ein super Schild. Muss ich mich verarschen? Naja, so sind sie, ne? So. So sind sie, die Herrschaften. Leder, genau. Wir haben noch Lederzeug. Da gehst du einmal ins Dungeon. Danach kommst du mit einer ganzen Schubkarren voll Zeug wieder raus. Ist das nicht toll? So, was hättest du denn gerne? Wir haben einiges. Du kaufst uns das Leder ab. Wir können nichts damit anfangen. Dann kriegst du einfach mal alles. Für 90 machen wir sowieso alles. Du bist die Leder... Ne, die Fellfrau. Ja, ja, okay. Oder sollen wir vielleicht doch mal... Studded. Hier, jetzt haben wir Studded. Leather Tunic. 100...
10. Verdammt, kann ich mir gerade so nicht leisten. Ah, verdammt. Müssen wir kurz zur Bank. 100, oder kann ich das kaufen, weil es auf der Bank ist? Wird das irgendwie abgebucht? Kaufen. Start a tunic. Ah, begging thy pardon, but thou canst not afford that. Okay. Wir können es uns nicht leisten. Es tut ihm wahnsinnig leid, lügt er uns an. Wir können uns das angeblich nicht leisten. Das glaube ich nicht. Räudige Köter in den Straßen entfernen, könnten wir eigentlich auch mal, oder? Vielleicht gibt das Bonuspunkte. Hat es denn irgendwo eine Müll-Trash-Barrel? Okay, wir machen mal... Wir nutzen mal den Müll. Also keiner will uns das hier abkaufen, dann schmeißen wir es einfach weg. So. Genau. Wir brauchen Geld. Ja, ganz dringend. Ich würde sagen, wir hauen das mal erstmal raus. Was hat er gesagt? 128. Das wird schon reichen. Okay. Langt. Vielleicht hätte ich den Rest auch wieder zurückgeben können. Sinnvollerweise. We'll be deleted in 3 minutes. Ah, Gesundheit übrigens. So, das kommt erstmal weg. Wir müssen noch die Welt sauber halten. Okay, das kann, glaube ich, bleiben. Vielleicht auch nicht, wird man sehen. Ach ja, wir haben noch Edelsteine. Da bin ich mal kurz auf den Dings gespannt. 11 Edelsteine. Okay. 11 Edelsteine. Die geht hier zu. 22. Ah ja, stimmt. 2 zu 1 war da der Kurs. Ich erinnere mich. 250 hätten wir jetzt. Den Rest müssen wir auch noch... Ja, da müssen wir das ganze Geld mitnehmen, schätze ich mal, oder? Ja, wir wollen ja wissen, was das für Schwerter sind. Vielleicht geben die verdammt viel Kohle. Ich wage es zu bezweifeln, aber ich weiß es nicht. Ich wette, sobald ich mir dieses Leder hole, ist die Ringrüstung da. Ich muss immer erst da gucken. Ich weiß nicht, wann die wieder neues Zeug bekommen. Aber es geht einfach nicht anders. Kaufen. Ja, alles hat er, der Hund. Aber nicht das, was ich brauche. Ist ja typisch. Du verkaufst nichts. Ja, das war klar. Ach ja, was haben wir noch gesagt? Remove Trap. Müssen wir auch noch auf jeden Fall lernen. Dann laufen wir halt... Ist ja auch bequemer, ne? Laufen wir mit einer Kette, Schrägstrich... Nieten beschlagene Lederrüstung rum. Das ist doch ein vernünftiges Mittelmaß. So, ich kaufe. Studded Leather. Gut, was haben wir da für eine Waffe? Die müssen wir auf jeden Fall mal genau untersuchen lassen. Ja, das will keiner kaufen. Was soll das denn? Fletching Tools. Buch haben wir auch noch. Ja, das wird uns wahrscheinlich wer beibringen. Wer kann das identifizieren? Das kostet wieder 200 Mark. Das lohnt doch gar nicht, oder? Use Armslore to determine what it is. Armslore, okay. Das wird sowieso nicht funktionieren, aber wir können mal gucken. You can't seem to identify it. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Fallen entschärfen brauche. Und wenn es nur auf 33% ist oder so, oder auf 30, das reicht mir schon. Dann versuche ich wenigstens mal die Falle zu entschärfen. Oder ist das so eine Art von... Hier ist so eine Art von Check. Der passiv im Hintergrund abläuft. Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Can't seem to identify. Remove Trap war hier. So, mal kurz überprüfen. Ja, wieso packe ich es nicht auf den zweiten Monitor? Can't seem to identify. Das wird eh nicht funktionieren mit 0%. Wieso versuche ich das überhaupt? Ich Dummkopf. Halt! Jetzt habe ich es weggepackt. Oh Mann, wie dumm! Wie dumm kann ein einzelner Mensch sein? Etwa so dumm wie ich. So, guten Tag. Halt der... Ne, der war der Lappen. Der war der richtig Gute. Train. Remove Trap. 158. Kriegst du, guter Mann. 158. Sauber. Let me show how the... show thee something of how this is done. Ja gut. Remove Trap.
Nee. Achso, der kann mir doch noch mehr beibringen. Für 7 Mark. 7 Mark haben wir. Sauber, 30. Das haben wir. Skilltechnisch sind wir jetzt bei 600. Okay. Wissen wir, es geht ja noch. Ja. Okay. So, Kittel kann mal weg. Fantastisch. Jetzt haben wir zumindest mal eine komplette Kleidung. 1, 2, 3. So sehen wir jetzt aus. Okay. Ist jetzt ein Mittelding zwischen. Ja, sehr gut. Und speichert auch direkt. Hervorragend. Das kann es also keiner mehr nehmen. Okay. Vielleicht soll ich mal ranzoomen, wenn man im Dungeon ist oder sowas, ne? Und draußen in der Wildnis kann man bis rauszoomen, wenn man dann weiter sieht. Irgendwie so vielleicht. Ja. Munition kauft er, ist mir klar. Halt für welche Preise? Beide für eins. Ich dachte, könnt ihr Geld machen. Nee. Hm. 50% Avoiding Traps. 1500 haben wir. 1500 haben wir. Moment. Vielleicht könnte man da. Vielleicht spare ich das Geld. Jetzt sind wir ein bisschen arg nah dran, oder? Man sieht so wenig. Ist egal, wir haben eine Karte. Moment, wenn wir das Geld sparen, dann können wir uns einer Gilde anschließen. Diese Kriegergilde zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Ranger-Gilde gibt. Ach guck mal, der Bart guckt sogar raus. Ja. Das ist eine Frage. Das ist eine gute Frage. Kommen wir mit Köchern allem? Gar nicht mal schlecht. Armbrust. Haben wir auch eine Hand? Genau, der wechselt immer. Jetzt hat er sie in der linken, jetzt hat er sie in der rechten und so weiter. Ja, ja. Dann können wir uns der Gilde anschließen. Brauchen wir 1500 Mark. Runenmagie. Von Garamon. With Reagent being Raren, the Abyss. What is the Abyss? I began to research other ways to cast Magery spells. Ah, es gibt Runenmagie. Have found various old stone tablets here that describe the use of runestones in this manner. One must find a rune of mark with or off marked with the symbol needed to speak the mantra for the spell. Once the correct ones are assembled, they must be placed in a magical rune bag. One can then use the sack to unleash the magic power of the spell. Also man Runensteine finden, die kann man dann in einen Runensack packen in der richtigen Anordnung und dann kann man magische Kräfte wirken. Also ein bisschen wie bei Underworld, ne? This is by no means a simple process. Gathering the runes can be quite tedious, but that is a way to cast spells in a pinch. The runes and bag seem to bind with the casters. I thought I lost them at one point, but they seemed to have come back to me as if magically. Was? Magical. Though I could lose my spell book and reagents, the runes allow me to still work with spells. Ach, das ist eine Art von Permanent. Das ist wirklich wie bei Underworld, ne? Die kann man nicht verlieren, die Dinger. Man kann keine Reagenzien haben, kann sein Zauberbuch verlieren, aber die. Nicht nur Diamonds are forever, sondern auch Runes are forever. I've been searching for a spell to summon a demon for years now. Mein Gott. I've already found the runes that would allow me to cast such a spell without the need of a rare scroll. Ich will einen Dämon beschwören, hat schon die Runen. Many mages scoff at the use of runes. But to me, they are becoming a valuable arcana that I have not been able to do without. I will attempt to write my findings on these ancient ways to cast magic spells so others may one day benefit. Okay, also erstmal aufgeschrieben, was er schon rausgefunden hat. Rune Magic by Garamon. The following is all of my research in rune magic. The known spells and the rune symbols. Rune bags. Rune bags and runes are imbued with the power of the power to assist the caster in the casting of a spell without the need of reagents. Place one of each required runestone inside the rune bag and by opening the bag. Also Runentasche, eins von jeder reinschmeißen, click on the bag, then concentrate on the incantation of the spell, double click the bag. Following is a complete list of all known spells and the runes needed to cast them. Okay. Note that even with the runes, a mage must still have the will and power to cast the spell.
Clumsy in Jux, Create Food in Mani Elam, Feeble Mind Rel Vis, Heal in Mani, in Lore. Ja klar, in Por Elam hat man auch immer benutzt offenbar in Chart, weil es gibt solche magische Magic Reflect. Das heißt, wenn man das hier wieder zurückbekommt, nimmt man irgendwie einen Punkt Schaden oder zwei, bricht aber diesen magischen Reflect-Zauber. Wenn man direkt einen Flamestrike reinhaut, kriegt man direkt einen Flamestrike selber ins Gesicht. Das ist nicht gut. Oder man vergiftet sich selbst oder was auch immer man halt zaubert. Interessant. Corp Death, Lore, ja, das sind die. Genau, das sind die mehr sind nochmal. Words of Power. Meanings of Runes. Ja, Mani, Life, Healing. Tim sagt mir nix. Tim Time, das sind die alten Sachen, ne? Alles Ultima, Underworld. Danger, Trap. Runes must be used in combination to form spells of power. Eben. The meanings are the key. The following pages have been left blank for thee to take thy notes here. Go forth to learn the other spells. Best of luck in experiments, in thy experiments, Garamon. Ja, danke, Garamon. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ach Gott, ich habe 700 Copper. Verdammt, wir müssen schnell zur Bank. Bevor uns jemand stiehlt. Diebe überall. Wohin das Auge blickt. So, halt, ich kann auch hier einfach, ne? Und so. Guten Tag. Ne, einmal reicht. Ist wieder unheimliche Musik. Naja, als wären die Geister unterwegs. So, das Schwertchen heißt... Klick, klick. Hex, Hex. 1600. Okay, das heißt, wir brauchen 2000 Mark. Und dann können wir uns einer Gilde anschließen. Und vielleicht kriegen wir dann irgendwelche Aufträge. Ach, das braucht 60. Haben wir eh schon. Verdammt, können wir gleich in den Müll schmeißen. Was nehme ich denn den ganzen Scheißdreck auch mit? Ach, hier eine Zitrone noch am Start. Wer mag sowas mögen? Keine Ahnung. Ja, das legen wir lieber mal gesondert weg. Nicht, dass noch was passiert. Und wir plötzlich als Apokaline durch die Gegend wandeln. Das darf natürlich nicht sein. Ja, ja. Ruhen, komm hier, nimm mal wieder. Ich würde sagen, nehmen wir da mal 69 mit, dann haben wir die 100 voll. Nicht schenken. 100 saubere Bandagen. Achso, hier haben wir noch mehr von denen gefunden. Aber was werden da drin sein? Irgendwelche Kräuter? Keine Ahnung. Das würde ich ganz selber können. Item-ID. Verdammt. Müssen wir auch wieder trainieren, ne? Doublé brauchen wir auch nicht mehr. Können wir in die Klamottenkiste, kommt das rein. Von wegen Kiste. So, und das kommt in den Müll. So, danke. Hat sich erledigt. Aber nicht schlecht. Es geht voran. Langsam, aber stetig. Nicht spucken. So, ich würde sagen, wir machen hier mal Pause. Und ich studiere nochmal ganz genau die Runenmagie. Das ist nämlich wichtig. Aber erstmal Schluck trinken. Ne, dann Schluck essen. Quite full. Perfekt. Verdammt, jetzt habe ich da nicht geschaut. Info. 17 auf. Ah ne, jetzt ist 17. Ja, 17 reicht auch. Wieso? Moment, halt. Was war da gerade? 300. Achso, jetzt kostet er schon 340. Habe ich eigentlich einen höheren Level erreicht? Weil ich habe mal gesehen, da gab es irgendwas mit Level. Wo habe ich das denn gesehen? Wir sind Level 19? Wie Level 19? Fame? Ach, wegen Karma und Fame. Wir sind Level 19. Okay. Was auch immer das bedeutet. Ja, nur für den Fall, für den geneigten World of Warcraft und Co-Spieler, also Themenpark MMORPGs, Level gab's hier nicht. Es gab nie Level bei Ultima Online. Deswegen verwundere mich das gerade so ein bisschen. Aber vielleicht kriege ich damit irgendwie was dazu oder so? Oder ist das, liegt das am unserem Ruhm, am Karma vielleicht? Ruhm und Karma, ne? Als Ultima mit den Siegeln, mit den Tugenden. Hat man in der Stadt schon gesehen, Quatsch, im Schloss British, da gab es ja diese lustigen Symbole auf dem Boden. Das sind alles die Tugenden. Irgendwie, was sind das? Bescheidenheit, Tapferkeit, Ehrlichkeit und so. Das spielt alles eine Rolle. Und dann natürlich die im Fünfer, ne, mit dem Guardians of Fate, glaube ich, mit dem Gegenteiligen immer, glaube ich, oder? Wie war? Ne, da gab es drei Stück, die irgendwie so das Gegenteil waren. Lüge und Hass statt Liebe und sowas, was auch eine Tugend ist. Irgendwie sowas. Da gab es immer verschiedenste Dinge. Aber schöne, das mag ich. Ich mag die Musik da, die gerade spielt. Ja, ja. Gut. Ja, das war's. Wir haben erfolgreich... Oh, vielleicht mal die Waffe nehmen. Das wirkt jetzt wie ein Raubüberfall hier bei der Bank. Naja,
beim nächsten Mal mehr von diesem wunderschönen Spiel. Aber es hat schon mal ganz gut funktioniert, ne? Den Friedhof auszuräumen, das hat auf jeden Fall, das hat sich gelohnt. Da gab es einiges. Und wie gesagt, die 2000, vielleicht können wir da bei der Kriegergilde mal anfangen und kriegen dann Aufträge, machen sie Sachen kaputt oder wie auch immer. Denn wo es eine Waldläufergilde gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, den Druiden haben wir schon gesehen. Wo könnte... Ach, vielleicht ist die Bognerin. Ist die irgendwie da involviert oder so? Oder vielleicht mal irgendwelche Leute in der Wildnis anlabern oder so? Ich habe keine Ahnung. Egal. Beim nächsten Mal geht es hier weiter auf diesem Programm. Ich danke fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal bei UO oder U Offline. Ciao, ciao.